Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Und ja, ich habe es ja leider nicht mehr geschafft, ein Video dazu zu machen, aber ich habe es in Folge 16, habe ich es dreimal eingeblendet gehabt. Folge 16 war nämlich eine Folge, die unterhaltungstechnisch nicht so brillant war, denke ich. Und auf jeden Fall die Einblendung war, dass es jetzt für einen Monat oder so kein Let's Play mehr geben wird auf meinem Kanal. Das Hardware-Problem hat sich, denke ich, hoffentlich großteils gelöst. Also wenn ihr dieses Video seht, dann hat es sich auf jeden Fall gelöst. Und was wollte ich noch sagen und nicht lügen? Dass die Musik auf jeden Fall wieder sehr, sehr laut ist. Das ist auch tatsächlich korrekt, ja. Allerdings macht das nichts, weil es ist heute der Tag vor Weihnachten. Ich werde sehen, ob ich vielleicht genug aufnehmen kann, um ins nächste Jahr zu kommen. Das wird allerdings... Das wird eine ziemliche Arbeit, über Weihnachten das dann zu rendern. Noch dazu komme ich nicht dazu, dass ich jedes Mal den Rendervorgang neu starte. Oder ich versuche es einfach mal über... Adobe Premiere, genau, so heißt das Programm nämlich, selbst zu rendern für YouTube, weil da gibt es ja einen eigenen YouTube-Codec. Und ja, mal schauen. Auf jeden Fall, willkommen zurück. Ich nehme jetzt wieder auf und ich hatte zwischendurch auch eine Minecraft-Aufnahme, also Folge 17, 18, 19 wären das dann geworden. Allerdings ist das jetzt Folge 17, die ich nicht verwenden konnte, tatsächlich. Was heißt nicht verwenden konnte? Moment. Ich muss mich räuspern, es war ziemlich windig und wir hatten Weihnachtsfeier und ja. Ich hätte es schon verwenden können, nur hatte ich keinen Ton. Ich hätte es nachvertonen müssen, das war eine 2-Stunden Aufnahme, das wären 6 Folgen gewesen. Das heißt, ich habe jetzt 2 Stunden gespielt und zwar ohne euch. Alter. Ist Payset jetzt hier oder wie? Wer bist denn du? Okay, das ist irgendwie witzig, dass ich hier die Anfangsmelodie von den Pay News von PZ, schön groß an den Patrick übrigens, jetzt hier in meinem Minecraft Let's Play verwende quasi. Also Pangea, Moment, das muss ich mir aufschreiben, dass ich das dann möglicherweise entfernen kann, ist nämlich ziemlich, naja, wie soll ich sagen, verwirrend. Pangea. Von Kevin MacLeod übrigens. Auch wieder. So wie die meiste Musik, die ich verwende. So. Wir waren stehen geblieben. Wo waren wir stehen geblieben? Hier zum Beispiel. Ich denke, das Feld habe ich tatsächlich in dieser Aufnahme gemacht, die fehlt. Also vergrößert und anders eingeteilt. Dann haben wir einige Schafe mehr. Und hier. Das Haus ist gewachsen. Das Haus ist gewachsen um eine Etage. Ich weiß nicht, wie weit man das in Folge 16 noch sieht, aber ich denke mal gar nicht. Ich habe hier oben so eine Art Rundgang geschaffen. Hier kommt eine Terrasse draußen hin. Hier habe ich noch ein Gerüst. Das ist hier ganz normal. Ein Erdgerüst zum Bauen, weil Erde eben am schnellsten wieder abbauen geht. Ja, also... Ich warte jetzt auf die neuesten Gaming-News. Was soll ich sagen? Weg damit. Ist ja grauenhaft. So. Also. Weg damit. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Treppe. Zwischen Geschoss, Balkon, Rundgang, irgendwas. Da oben ist noch ein Raum, da kommt ein Raum oder kommen 2 Räume, ich weiß es noch nicht.
Hier kommt ein Raum. Hier ist dann, wird dann, weiß ich nicht, hier so die Wand sein oder so, keine Ahnung. Dann hier ein Hinterausgang, den hatten wir schon. Ja, da fehlt noch die Wand. Da fehlt mir, was fehlte mir da? Ich weiß es. Ich glaube, da ist mir schon der PC abgestürzt. Ja, ich glaube, das war's. Moment, Moment, ich werde mal ganz kurz. Würdet ihr für mich bitte mal ganz kurz die Schafe beaufsichtigen, damit sie auch ja keinen Unfug treiben? Ich bin gleich wieder mit meiner Stimme anwesend. Einen Moment bitte, ja? So, da bin ich wieder. So. Haben sie auch nichts angestellt? Ne. So. Und wir werken uns hier wieder mal durch. Lalala. So. Und ich bin möglicherweise jetzt auch ein bisschen verwirrt. Das heißt, falls ich euch irgendetwas erzähle von irgendwelchen Sachen, die wir schon mal besprochen hätten, die wir aber noch gar nicht besprochen haben, wird es wohl daran liegen, dass es in der verlorengegangenen Aufnahme war. Und wie gesagt, ich konnte mich auch nicht nochmal drüber informieren, weil mir ganz einfach der Ton, also meine Stimme, das ganze Commentary fehlt, weil der PC ist einfach ohne irgendeine Warnung, ohne irgendetwas abgestürzt, hat mir angezeigt irgendein irreparable Hardware Dings Error. Und ja, das war's dann auch. Hat einfach so gesagt, ne, ich will nicht mehr, ne? Und ist gegangen. Das ist Arschloch. Ich finde diese Reggae-Musik finde ich übrigens ziemlich angenehm. Au. Wir haben Birken haben wir geschlagen, aber das weiß ich nicht mehr, wann das war. Es war wahrscheinlich auch in der verlorengegangenen Aufnahme. Haben wir noch Holz? Nein, haben wir nicht. Gut, dann wissen wir, welches schlagen gehen. Äxte. Ach ja, genau, das wollte ich ja machen. Das wollte ich machen am Ende der verloren gegangenen Aufnahme. Ich muss unbedingt irgendwie aufhören, verloren gegangene Aufnahme zu sagen, sonst gehe ich auch gleich verloren. Ich habe mich nämlich vorbereitet darauf, Holz schlagen zu gehen. Auf einmal war es aus und das war eigentlich, ich hab schon gewusst, dass der Computer irgendwie spinnt und irgendwie einen Fehler hat, weil, ja, das kann ich ja auch mal ganz kurz erzählen, dafür ist Minecraft ja da, es ist ja mehr so ein Quatsch-Let's-Play, wisst schon, Palaver, oh, Schweinefleisch. Nett. Oh mein Gott, ich muss niesen. Oh mein Gott, habe ich mich doch tatsächlich ziemlich erkältet, aber egal. Genau, ich wollte nämlich, ich habe es ja auch auf meine Facebook-Seite geschrieben, ich wollte nämlich ein neues Projekt beginnen,
Nämlich war im Steam Herbst-Sale noch, oder ich weiß gar nicht, war es einfach zwischendurch im Angebot. War Metro Redux im Angebot. Um den halben Preis oder so etwas nur. Das habe ich mir dann geholt und habe mir dann gedacht, naja, wieso nicht? Metro Last Light hast du ja das Let's Play von Gronkh gesehen und Metro 2033 kann ja nicht wirklich schlechter sein und es ist auch auf keinen Fall schlechter. Zumindest die ersten, ja, so 50-60 Minuten nicht. Weil so weit bin ich auch gekommen. Auf jeden Fall habe ich mir Metro dann halt gezogen und habe das installiert und pipapo, hab alles eingerichtet. Ja, und hab dann auch aufgenommen und die erste Aufnahme war auch dann gar nicht so schlecht. Hat einen guten Run, richtig gut, ich habe richtig gut gespielt, muss ich sagen. Richtig gut getroffen, gezielt und alles. Noch ziemlich viel gutes Karma gleich mitgenommen. Und auf jeden Fall wollte sich die Aufnahme dann nicht rendern lassen, ja, dann habe ich das Ganze eben gelöscht und hab nochmal neu aufgenommen. Auf einmal stürzt mir, während meinen Versuchen, das neu aufzunehmen, der PC einfach so dreimal ab, einfach so schwarzer Bildschirm, auf einmal blauer Bildschirm mit diesem Irreparable Hardware Error. Bin natürlich gleich an die Decke gegangen und das gibt's doch nicht und was weiß ich was. Und während ich versucht habe, das zu rendern, hat er mir nämlich einen Software-Error angezeigt. Ja, einen Software-Error hat er mir da angezeigt. Hallo Huhn. Auf einmal war es ein Hardware-Error. Und ganz ehrlich, ein Hardware-Error. Ich habe den PC nicht zusammengebaut, nicht selber. Ich habe für das PC-System habe ich gutes Geld bezahlt und nicht wenig davon. Gleich den Hersteller angerufen. Also habe ich doch schon mal erzählt, MIFCOM. Und mit denen habe ich dann eben herumge-E-Mailt und herumgetelefoniert und was weiß Gott. Ja, irgendwie aus irgendeinem Grund hat sich das Problem jetzt anscheinend von selber gelöst. Jetzt habe ich in letzter Zeit schon wieder ziemlich viel gespielt. Ich musste ja ziemlich viel spielen quasi, weil... Ja, musste ich ja, weil ich muss ja probieren, ob es geht und... Ich habe tatsächlich Starbound aufgenommen, ich glaube anderthalb oder zwei Stunden. Und dann habe ich mir aber gedacht, ne, irgendwie hast du keine Tonspur aufgenommen, ja. Dann habe ich mich einfach so anderthalb, zwei Stunden beim Labern aufgenommen, wie ich zum Beispiel, weiß ich nicht, mit jemandem telefoniere oder ein YouTube-Video angucke, weil es ist nicht selten, dass ich jetzt vor einem YouTube-Video sitze und der Spielende, also ich schaue meistens Let's Plays in YouTube-Videos, also auf YouTube, ne? Und der Spielende rafft es einfach nicht, was er tun soll. Also zum Beispiel Gronkhs Fail bei der Beobachtungsmission auf Taranis. Das war auch ein ziemlicher Aufreger. Ich meine, ich schreibe nicht gleich Hater-Kommentare, so bin ich nicht. Ich reg mich einfach nur auf und greife mir den Kopf und sage, Alter, bitte! An sowas dann halt. Das ist die meiste Zeit ist es still, nur eben so manchmal solche Ausrufe und manche. Dann läutet mal mein Handy, dann habe ich das Handygespräch aufgenommen. Aber ist auch egal, dann habe ich das eben zusammengemischt und wollte es rendern. Und das hat dann auch gerendert und es hat funktioniert. Und es hat funktioniert mit dem Premiere Pro sowie als auch vom mit MIGUI, wie ich normalerweise rendere. Und
Ich muss mal schauen, ob ich nicht umstelle auf normal Premiere Pro rendern, weil es geht einfach schneller und ich kann die Folgen, kann ich alle schneiden, in einzelne Sequenzen packen und dann alle in einem Rutsch durchrendern lassen mit der Warteschlange von, wie heißt der, Adobe Renderer oder keine Ahnung, Adobe Codierer, keine Ahnung, ist egal, auf jeden Fall. Klappt das so wahrscheinlich dann besser. Was habe ich denn hier gemacht? Alter. Und auf jeden Fall scheint es jetzt wieder zu funktionieren. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt drauf. Nur mein Adobe CC Account Test Version läuft bald aus. Ja, weil ich habe bis jetzt eigentlich nur die Testversion, also es ist schon wie die Vollversion ja eben auf einen Monat limitiert. Alter, ich... Einen Monat erst, ne? Und irgendwie... Keine Ahnung. Es fühlt sich an, als würde ich das schon länger machen. So. Nicht hier noch was? Ne. Hier? Ja, wird schon kommen. So. Das würde ich das schon viel, viel länger machen, fühlt sich das an. Was wollte ich noch sagen? Ja. Jetzt bin ich wieder aus dem Redefluss raus. Wann haben wir das besprochen? Folge 11, 10, 12, 13? Keine Ahnung. Was sagt die Sonne? Die Sonne sagt, naja, ich setze mich dann mal lieber wieder. Gut, dann geht sich noch ein Bäumchen aus. Ich könnte ja euch mal fragen, was ihr so über die Weihnachtsfeiertage tut, wenn ihr es denn verraten wollt. Wenn diese Frage hier überhaupt jemand hört, Reaktionen wären manchmal nicht schlecht. Alter. Was hier los? Was jetzt los? Ich will doch noch nicht heiraten. Ich bin doch noch viel zu jung. Ich wüsste ja nämlich nicht mal, wen ich heiraten sollte. Ja. Irgendeine Orgelmusik. Nummer 928. Heißt das Lied. Egal. Die nächste Axt ist kaputt. Yay. So. Holz schlagen. Ich bin schon wieder ziemlich still. Aber das macht nichts. Zwischendurch einfach mal still sein, innehalten. Ah, das könnte ich noch erzählen. Ich habe vorher versucht, ein Weihnachtsspecial aufzunehmen. Dafür habe ich meine private Welt, die ich ja in der ersten Folge vorgestellt habe, mit MC Edit einfach das Biom verändert, im Großteil der Welt, auf Ice Plains, glaube ich. Ja, auf Ice Plains. Dann habe ich mich hingestellt, habe es eine Stunde schneien lassen. Als ich dann gemerkt habe, es wird nicht weißer, habe ich dann versucht aufzunehmen. Also ich habe auch was aufgenommen, allerdings muss ich das leider wegschmeißen, weil... Also den Ton habe ich schon gelöscht. Das ist dann alles irgendwie ausgeartet, weil ich habe ja, wer sich noch erinnern kann, oder man kann ja auch nachschauen. Ich habe in Folge 1 ja gezeigt, dass ich hier so ein eingeborenen Dorf zerstört habe, unabsichtlich in der richtigen Welt, weil ich so dumm war, hier eine Kopie von der Welt zu machen und um das auszuprobieren. Mit Explosionspfeilen habe ich das zerstört und da sind wir eben durchgelatscht, weil wir eben spazieren gegangen sind im Schnee. Und wenn es schon im RL nicht schneit, dann wenigstens in Minecraft und was weiß ich, ja. Und